Hallo, ihr Teppichfranzenzähler und Teppichfranzenzählerinnen da draußen und damit herzlich willkommen zurück. Ah, hier, guck mal, rot in rot zu Hercule Poirot. Mir ist heute kein anderer Satz eingefallen und ich will jetzt auch anfangen, deswegen nehmt es mir bitte nicht übel. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Ich auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich mache es ja gerade am Wochenende, ich nehme ja gerade auf. Und ich weiß schon wieder nicht mehr, was wir machen müssen. Ich weiß noch so viel, dass wir letztens das Geheimnis der Cassandra Vandenbosch aufgedeckt haben. Nämlich, dass Angeline die Tochter von Major Felix Hagen ist. Steht wahrscheinlich auch hier irgendwo. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was meine Aufgabe war. Warte mal. Ich habe gar keine Aufgabe. Sehr schön. Muss ich da jetzt mit jemandem reden, oder? Ja, Detective? Nö. Merci, Monsieur. Ich werde Sie wieder Ihren Pflichten überlassen. Es ist nicht meine Absicht, dass Madame Vandenbosch Ihnen Ärger bereitet. Was sollen wir jetzt machen? Cassandra braucht dringend Geld. Cassandra ist eine Witwe. Margot und Cassandra sind langjährige Freundinnen. Der Major ist auf Cassandras Unterkunft und Verpflegung angewiesen. Ach, keine Ahnung, ich glaube, hier finde ich... Ach so, zu Hugo könnten wir vielleicht nochmal gehen. Hat ein Druckmittel gegen den Major. Wo war der denn jetzt wieder gleich? Warte, ich kam doch bestimmt von hier. Ich gehe jetzt einfach mal die Runde rum, guck mal, ob hier jemand ist. Ach nee, genau, wir dürfen jetzt die Schlafzimmer untersuchen. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Ich sollte mich bemerkbar machen, bevor ich eintrete. Ach, wieso? Entree? Ach, die ist ja da drin. Ja, das ist ja doof. Ich dachte, die ist weg. Das Zimmer der Comtesse. Es wäre sehr ungehobelt, mich nicht zuerst an sie zu wenden, bevor ich mit der Durchsuchung beginne. Ich beginne zuerst mit der Durchsuchung. Aber das lässt er wahrscheinlich eh nicht zu, ne? Ach, schönes Zimmerchen hat sie hier, ne? Schönes Zimmerchen. Detective, was für eine Freude. Ich hatte nicht erwartet, Sie in meinen Räumlichkeiten willkommen heißen zu dürfen. Du, das habe ich auch nicht erwartet. Ich versichere Ihnen, dass meine Anwesenheit hier rein professioneller Natur ist. Oho, was sie wieder denkt. Es gibt keinen Grund dazu, sich so steif zu verhalten, Detective. Ist das ein Angebot? Nach den Enthüllungen der letzten Nacht fürchte ich, dass mir mein Sinn für Humor leider verloren gegangen ist, Madame. Stimmt, sie hat ja an der Leiche rumgedoktort und das nehmen wir ihr noch sehr, sehr übel. Ich werde mich nicht erneut dafür entschuldigen, dass ich lediglich helfen wollte. Sollen wir dann gleich anfangen? Lassen Sie uns nicht noch mehr von Ihrer Zeit vergeuden, Detective. Also ich muss ehrlich sagen, wenn sie nicht so intelligent wäre, würde ich ihr das ja verzeihen, ne? Aber, und ich denke, das würde Hercule Poirot auch tun. Aber sie ist halt echt intelligent und sie hat richtig was auf dem Kasten. Und sie hat das nicht einfach nur gemacht, weil sie helfen wollte. Also so weit kann sie, glaube ich, schon denken, ne? Ich habe gestern gesehen, wie sie sich mit einem der jungen Dienstmädchen unterhalten haben. Das muss dann wohl Inge gewesen sein. Sie ist eine der vielversprechendsten jungen Damen meines Frauenhauses. Aha! Sie hat also doch Kontakt zu den Dienstmädchen hier. Na, ich weiß nicht. Also die Theorie, die ich letztes Mal hatte mit Margot, ne, und den Dienstmädchen und dem Frauenhaus und so weiter, das könnte auch alles so ein ausgeklügeltes Spiel sein. Ich finde es irgendwie cool. Madame Vandenbosch hat eine junge Dame aus ihrem Frauenhaus eingestellt? Kein Grund, so überrascht zu klingen, Detective. Sie hat ein gutes Herz. Es war nicht meine Absicht, grausam zu klingen. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass Madame nach dem Zwischenfall mit Florette, ihrem vorigen Dienstmädchen, erneut jemanden mit solch einem Hintergrund einstellen würde. Menschen ändern sich, Detective. Sie sollten die Leute nicht immer aufgrund ihrer vergangenen Taten beurteilen. Glauben Sie mir, das weiß ich nur zu gut, Comtesse. Das stimmt. Ich bewundere Ihren Einsatz dabei, diesen Frauen zu helfen. Es ist sehr ehrenwert. Seien Sie vorsichtig, Detective. Das kam einem Kompliment schon gefährlich nahe. Naja, also, ich weiß ja, dass du darauf anspringst. Es sind Ihre Taten im Haus, die von fragwürdiger Natur sind, Madame. Ich kann nur hoffen, dass sich andere ein Beispiel an Ihrer Arbeit außerhalb dieser Mauern nehmen werden. Wir tun, was wir können. Ich weiß, oh, ich mag die Stimme auch so sehr. Die synchronisiert doch auch andere Sachen.
Die habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, die Stimme. In vielen Filmen. Haben Sie vielen der Mädchen im Frauenhaus Arbeit wie diese hier finden... Nee, haben Sie vielen der Mädchen im Frauenhaus Arbeit wie diese hier finden können? Wir würden wohl keine sonderlich gute Arbeit leisten, wenn wir nur einem einzigen Mädchen geholfen hätten. Tatsächlich habe ich erst vor kurzem ein weiteres Dienstmädchen in Monsieur da Silvas Haus unterbringen können. Aha. Und die sind bestimmt alle verknüpft mit dem Dienstmädchen von damals, die dort so schlimm beschuldigt wurde in dem ersten Fall, den wir hatten. Weil sonst, wieso sonst diese Vorgeschichte? Ne? Ganz ehrlich, wieso sonst diese Vorgeschichte? Hat sie sich im Haus des Monsieurs gut einleben können? Was ist wohl besser, Detective? In einem Haus zu verbleiben, in dem sie misshandelt wurde? Oder die Chance auf ein neues Leben, in dem sie sich in einem wohlhabenden Haus einen ehrlichen Lohn verdient? Und vielleicht so ein, zwei Aufträge für dich erledigt, hm? Wenn Sie es so ausdrücken, ist sie glücklich mit ihrer neuen Anstellung? So glücklich wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich erkundige mich des Öfteren nach Ihnen und wenn es ein Problem geben würde, dann hätte ich davon bestimmt bereits erfahren. Ich bin froh, dass mehr Mädchen sich eine bessere Zukunft erarbeiten können. Das haben Sie ohne Frage der Hilfe der Comtesse zu verdanken. Merci, Madame. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das trotzdem alles suspekt. Ja, das hatten wir alles schon mal. Ach nee, warte, jetzt hat er was anderes gesagt, oder? Es ist durchaus verlockend, meine Finger über die Tasten fliegen zu lassen, doch ich werde mich dieser Blamage... Ach so, die haben wir doch schon mal gelesen, das alles. So, hier Kamin gucken für das Achievement. Ein loderndes Feuer. Ja, wenn wir alle Kamine durch haben, ich hoffe, wir kriegen dann wirklich eine Errungenschaft. Auch für die Standuhr. Aha. Ja, hatten wir auch schon mal. Verbandskasten. Ein Verbandskasten, der medizinische Ausrüstung beinhaltet. Bandagenpflaster, Antiseptika und Scheren. Vielleicht ein Geschenk für die Familie, um ihr für ihre Gastfreundschaft zu danken. Was ist denn drin? Ich will gucken. Ein Buch? Ach nee, Pflanze. Ja, ist die Pflanze. Pflanzen lehnen sich an. Ach, das hatten wir auch alles schon. Ich klicke das, wie gesagt, nur an fürs Achievement. Wundert euch nicht. Die Verlobung des glücklichen Paars scheint jemanden wohl in eine besonders romantische Stimmung versetzt zu haben. Liest sie... Ah, Liebesroman. Und ein Grammophon. Ein Wunder der modernen Technologie. Es muss wahrlich eine Freude sein, jederzeit Musik im eigenen Zuhause haben zu können. Ja, das war damals so. War wahrscheinlich wirklich echt abgefahren. So, was kombinieren wir denn jetzt? Die Suche. Wir haben mit Margot gesprochen. Margot hat Ernesto dabei geholfen, ein Dienstmädchen zu finden. Ernesto? Wer ist denn Ernesto? Arbeit im Frauenhaus. Ach so, wir sollen nochmal mit ihr sprechen. Ah, okay, mache ich gleich. Hier gibt es gar keine Verknüpfung. Gut. Dann quatsche ich die gute Nummer an. Na? Tun Sie sich keinen Zwang an, Detective. Ach, das tue ich mir nicht. Vielleicht, meine Reaktion auf Ihre Untersuchung der Leiche des Majors war etwas vorschnell. Hä? Okay. Ein Kompliment und jetzt auch noch eine Entschuldigung. Sie haben Ihren Ton ganz schön geändert, Detective. Aber doch sicherlich mit Plan dahinter, oder? Hoffe ich. Es gibt etwas, was mir zu denken gegeben hat. Sie haben erwähnt, dass Ihre medizinische Ausbildung einige Jahre zurückliegt. Ui, mein Wissen kommt aus meiner Zeit als Krankenschwester. Wenn dem so ist, würde ich gerne wissen, warum Sie Ausrüstung bei sich hatten, die normalerweise nur in der Tasche eines Arztes zu finden ist. Man muss immer auf alles vorbereitet sein, Detective. Auf einer Verlobungsfeier? Wenn ich Sie nicht bei mir gehabt hätte, dann hätte ich gestern Nacht auch nicht helfen können. Vielleicht sollten Sie mir für meine Umsicht lieber dankbar sein, anstatt sie als Grund für einen Verdacht anzusehen. Und wenn sie ihre Ausrüstung gar nicht erst mitgebracht hätte, dann würde ich ihr diese Frage gar nicht stellen müssen. Ja, das ist richtig. Margot, aber irgendwie stört mich das, dass sie jetzt schon wieder so ein bisschen in den Kreis der Verdächtigen reinrückt, ne? Also, sie wäre so eine Kandidatin, so dieser Wow-Moment, ne? Wo man denkt, ach, sie war es wirklich?
sie war es doch und hat das alles im Hintergrund miteinander versponnen und geplant und alles. Aber jetzt, wo sie wieder so verdächtig wirkt, bin ich schon wieder nicht mehr so überzeugt. Aber ich finde meine Theorie gar nicht schlecht. Merci, Madame. Wir gucken mal. Okay, dann kombinieren wir das. Ja, sicherlich. Nee, wir kombinieren gar nichts. Wir gucken uns weiter die Zimmer... Ach nee, zum nächsten Gästezimmer. Warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz hier durch, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Aber ich dächte eigentlich nicht, ne? Kamin haben wir angeguckt, die haben alles angeguckt. So, ciao. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr auf die Magauks. Aber schön mal zu wissen, wer jetzt hier überall wohnt und wer hat denn... Oh. Die stets wachsame Jacqueline Conrad. Es ist an der Zeit, dass ich sie über ihre Unterhaltung mit dem Major befrage, bevor ich ihren Raum unter die Lupe nehme. Okay. Achso, wir gehen jetzt sozusagen direkt nacheinander die Räume ab. Aber ich frage mich immer noch, ganz am Anfang hat doch jemand so geträllert. Da hat doch jemand gesungen und da haben wir noch irgendwas gesagt von, im Sinne von, da bereitet sich jemand vor, um da irgendwas vorzuführen, bla bla. Wer war denn das da? Oder war das das Grammophon, was lief? Das könnte nämlich auch ein Hinweis sein. Ja gut, dann sprechen wir erstmal mit Jackie. Was kann ich für Sie tun, Detective? Diese Schulterpolster. Ich bin sicher, dass Sie den Grund für mein Eindringen bereits kennen, Mademoiselle. Wenn ich damit meinen Namen reinwaschen kann, dann tun Sie sich keinen Zwang an. Du bist unschuldig. Die hat auch so ein modernes Zimmer, ne? Wenn Sie mir einige Fragen beantworten könnten, dann würde ich Ihren Namen nur umso schneller reinwaschen können. So, ich würde gern mit Ihrer Beziehung zum Major beginnen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist er nicht der Mann, für den ihn alle zu halten scheinen. Oui, aber wie sind Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Sie wollen doch nicht, dass ich jeder einzelne unserer Unterhaltungen für Sie wiederhole, oder? Nein, aber es gibt eine bestimmte Unterhaltung, über die ich gerne mehr hören würde. Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Ich dachte, ich könnte die Zeit nutzen, um schneller meinen Tee zu trinken und habe mich jetzt volle Bude verschluckt. Ach, erzählen Sie mir über Ihren Streit. Einen Streit würde ich es nicht nennen. Das würde voraussetzen, dass es eine zweiseitige Unterhaltung gewesen wäre. Und dem war nicht so? Ich lege meine Karten auf den Tisch. Eigentlich sollte ich Angeline dabei helfen, etwas öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihre Heirat mit Gideon ist eine wirklich große Sache und seine Arbeit wird vielen Leuten helfen. Ich sah eine Chance, ihren Namen bekannt zu machen, doch ihm hat das ganz und gar nicht gepasst. Mhm. Was genau hat ihm daran nicht gefallen? Da fragen Sie die falsche Detective. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er eifersüchtig war, weil sein Name nicht in der Schlagzeile auftauchen würde. Und warum ist er aus dem Zimmer gestürmt? Warum will Angeline bekannt werden? Oh, davon haben Sie auch gehört. Sagen wir einfach, dass ich seinen erbärmlichen Versuch nicht akzeptiert habe, mit dem er mich davon abhalten wollte, die Geschichte zu veröffentlichen. Wenn man schon Geld auf den Tisch legt, um so eine Forderung durchzusetzen, dann sollte man auch den nötigen Betrag vorbereiten. Mhm. Oder er hat Sie für die Erpresserin gehalten? Ich dachte, dass der Major stets versucht hatte, Mademoiselle Angeline zu unterstützen. Es muss einen Grund dafür geben, warum er ihren Erfolg nicht in der Zeitung sehen wollte. Hm, stimmt eigentlich. Aber ihr Erfolg im Sinne von der Verlobung jetzt, ne? Aber das klingt ja jetzt so, als hätte Angeline Jackie beauftragt, das zu machen. Warum will sie... Naja, egal, ich frage da nicht mehr nach. Ich bin mir sicher, dass Sie dieses Thema langsam, dass Sie diesem Thema langsam überdrüssig sind, aber ich muss wieder auf Monsieur Beckers zu sprechen kommen. Sie haben an dem Kerl wirklich einen Narren gefressen, was? Nee, eigentlich an dir. So weit würde ich nicht gehen, aber ein gewisses Interesse lässt sich nicht abstreiten. Ich werde Ihnen einigen Ärger ersparen. Er ist wirklich keine sonderlich interessante Person. Tatsächlich ist er ein ziemlicher Feigling, wenn Sie mich fragen. Auf mich hat er einen ganz anderen Eindruck gemacht. Sie sehen ja auch nur die Seite, die er Ihnen zeigen will. Er weiß, was er vor den richtigen Leuten sagen muss. Aber hinter geschlossenen Türen wird schnell klar, dass er keine Ahnung hat. Mhm, keine Ahnung. Was meinen Sie damit? Lassen Sie mich raten. Als Sie ihn getroffen haben, hat er sich Ihnen gleich als Gewerkschaftsanführer, nein, als Stimme des Volkes vorgestellt. Habe ich recht? Ja. Einen Mann, der stolz auf seine Arbeit ist, sollte man nicht belächeln, Mademoiselle. Verstehen Sie mich nicht falsch.
Ohne Frage kann er gut mit Worten umgehen und eine Menschenmenge anheizen. Aber das ist dann auch schon alles. Am Ende des Tages ist er lediglich ein Repräsentant und sonst nichts. Er sollte seine Rolle spielen und nicht nur seine Zeilen auswendig lernen. Mademoiselle Conrad scheint nicht sonderlich viel von Monsieur Beckers zu halten. Sie ist eine starke Independante. Ich dachte, es wird jetzt französisch ausgesprochen. Independente Frau. Doch ihn als Feigling zu bezeichnen, ist lediglich ein unnötiger Angriff auf seinen Charakter. Ja. Merci, Mademoiselle. Ich werde Sie nicht weiter stören. Kein Problem, Detective. Falls Sie Ihre Meinung über das exklusive Interview zu der Schießerei doch noch ändern sollten, dann... Ciao. Falls dem so ist, werde ich es Sie als Erste wissen lassen. So, endlich können wir uns umschauen. Darauf warte ich doch die ganze Zeit. Ach, hier ist auch ein Grammophon. Also kann es sein, dass wir auch das... Cool. Nochmal. Ich will das weiterhören. Das ist schön. Das im Hintergrund wäre toll. Darunter befindet sich ein relativ neuer Artikel, der die Aufstände mit Ernestos Fabrik in Verbindung bringt. Natürlich verfasst von Jackie Conrad. Gewaltausbruch bei friedvollen Streiks resultiert in verlorene Leben an der Front. Nach den tragischen Ereignissen, die den Lebensmut der Menschen getrübt und die anschwellende Trotzhaltung der Arbeiterklasse zu einem abrupten Halt gebracht haben, wurde der Bereich nun abgeriegelt und die Polizeipräsenz am Ort des Geschehens drastisch verstärkt. Die Sicherheitskräfte der Fabrik wurden zum Rücktritt aufgefordert, während ihre Amtsgewalt umgehend den Gesetzeshütern überschrieben werden soll. Die Arbeiterschaft hat ihre Werkzeuge niedergelegt, sämtliche Maschinen abgeschaltet und sich Schulter an Schulter aneinandergereiht, um den Kampf für faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen fortzusetzen. Was als friedvoller Protest dieser Fabrikarbeiter begonnen hat, hat sich nun zu einem Klassenkampf ausgeweitet, der sich der Unterstützung von Arbeitern in der ganzen Stadt erfreut. Obwohl die Meldungen noch nicht bestätigt worden sind, geben anonyme Quellen an, dass die Gewalt ausgebrochen sei, nachdem eine zweite Welle von Unterstützern eingetroffen war. Offizielle Zahlen wurden noch nicht veröffentlicht, doch man nimmt an, dass mindestens 8 Arbeiter ihr Leben in der Auseinandersetzung verloren haben. Oh. Die Front der Arbeiterschaft wird als Repräsentation des Volkes und der Arbeiterklasse in ganz Belgien angesehen, die sich unter solch fordernden Bedingungen und mit viel zu niedriger sowie unzureichender Bezahlung nun weigert, ihre Arbeiten fortzusetzen. Chief Kommissar Larue hat bestätigt, dass eine Untersuchung im Hinblick auf die ausgebrochene Gewalt und die Tode von Zivilisten bereits im Gange ist. Eine offizielle Stellungnahme wird in den kommenden Tagen folgen. Jacqueline Conrad. Ja, und der Da Silva, hieß er doch, glaube ich, ne? Der hat doch von Felix Hagen diese Unterstützung bekommen, weil der mal beim Militär war oder so. Und die treffen jetzt alle aufeinander. Oh, da wäre ich nicht gekommen. Hätte ich nicht gemacht. Hier scheint es nichts von Interesse zu geben. Na toll. Mal, hier gibt es noch ein Taschenmesser. Und ein halber Apfel. Ich nehme an, dass dies Jackie gehört. Bei der Suche nach der nächsten guten Geschichte manövriert sie sich sicherlich oft in gefährliche Situationen. Guck mal, wir suchen doch noch eine Mordwaffe. Keine Kombination möglich. Und hier? Ich lasse das alles mal unangeguckt, wie man so schön sagt, damit ich dann noch weiß, was neu war. So, hier gucken wir auch natürlich in den Kamin mal ganz fix. Ah. Ja, bla bla. Hier die Klamotten. Guck mal, ganz damenhaft hier in Lila. Läuft wahrscheinlich nicht immer im Blau rum. Jackie hat ein provisorisches Büro in ihrem Zimmer aufgebaut. Sie scheint ihre Arbeit wirklich überall hin mitzunehmen. Ja, könnten wir nicht das Erpresserbriefpapier vergleichen mit anderen Papieren, wie Sherlock Holmes das macht? Und dann rausfinden, wo das Papier hergestellt wurde, mit welchem Bütten- und Wassergrad, bla. Das wäre cool. Mr. Artigue wurde dabei beobachtet, wie er das Velvet Tickle verließ, Freitag um 23.15 Uhr. Das Haus Cambre hat in den benachbarten Ländereien gewildert. Wildschweine, Hirsche und Enten. Maggie verfolgt dies weiter. Ach, das sind ihre Spitzel, oder? Oder ihre Journalisten.
Mr. Bonte hat ihren, nee, Mrs. Bond, Mrs. Bonte hat ihren Mann in ihrem Ehebett mit einem jungen Dienstmädchen erwischt. Bezeugung vom Dienstmädchen nötig. Mr. Darnot wurde in der Cackling Crow dabei belauscht, wie er schlecht über König Leopold geredet hat. Er hat fragwürdige Ideen geäußert. Zweifelhaft, skeptisch, zwielichtig. Notizen von Francis bis Montag. Aha. Cool. Jackies Notiz. Das mag ich, sowas. Sagt ein bisschen mehr über den Charakter. Aber gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Kann ich mir die Pflanze... Guck mal hier, Fenster. Ich habe mir das andere Fenster nicht angeschaut. Oh nein. Oh. Oh nein, das habe ich vergessen. Scheiße. Oh Mann, oh. Nur zu, Detective. Es hat mich überrascht, als ich erfahren habe, dass Monsieur da Silva und der Major zusammengearbeitet haben. Felix ging es stets nur um Geld und darum, wie er sich seine Taschen damit füllen kann. Das ist der einzige Grund, aus dem er sich mit da Silva zusammengetan hat. Soweit ich weiß, mangelte es dem Major nicht an Geld. Was man braucht und was man haben möchte, sind zwei verschiedene Dinge. Hatte er es nötig, hierher zu ziehen und als Schmarotzer im Haus der Madame zu leben? Nein, aber er wollte es eben gerne. Hm. Was haben Sie von Ihrer Zusammenarbeit gehalten? Meines Wissens nach hat da Silva ihn für Sicherheitsarbeit eingestellt. Er hatte Angst, dass seinen wertvollen Fabriken etwas zustoßen könnte, wenn die Angelegenheit sich verschlechtern sollte. Und Ihre Journalisten waren vor Ort, um die Geschichte niederzuschreiben, als es dann tatsächlich zu dieser schlechten Wendung kam? Meine Journalisten sind immer da, wo es Neuigkeiten zu berichten gibt. Und Sie haben die Gewalt vorhergesehen, die kurz darauf ausgebrochen ist? Das war nicht sonderlich schwer vorherzusehen, Detective. Wenn Sie mich fragen, hätte Hugo früher handeln sollen. Mhm. Merci, Mademoiselle. Ich werde Sie nicht weiter stören. So, jetzt können wir bestimmt immer noch nichts kombinieren, oder? Kann ich noch mal zurück? Nee, kann ich nicht, ne? Scheiße. Ach, Mann, das nervt. Hoffentlich kann ich da noch mal aus dem Fenster gucken. Ich will das Achievement haben. Das Zimmer von Mademoiselle Angeline und Monsieur Gideon. Ich frage mich, was ich hier wohl finden werde. Nun. Nee, ich mache jetzt keine schmutzigen Scherze. Versprochen. Aha. Hier scheint es nichts von Interesse zu geben. Okay, Schubladen sind leer. Das ist mir ja gleich suspekt. Foto. Oh, geil. Was ist das denn? Aha. Gideon Demir, Errungenschaft. Sie standen sich einst anscheinend näher. Vielleicht ist ihr aktuelles Verhältnis nur eine Fassade. Könnte es sein, dass Gideon und Zacharia doch zusammenarbeiten? Hm. Oder er vermisst ihn halt. Und schiebt jetzt einfach nur seine Kälte davor und baut sich seine Mauer, damit er sich das nicht eingestehen muss. Oh. Ja, ja, ja. Achievement-Klick. Wie geil ist das denn? Das will ich auch. Oh, wie geil. So ein geiler Lesesessel. Ha. Die Zeit und das Können. Ja, ja, bla, bla. Hier ist noch eine Pflanze. Guck mal, bestimmt, hier liegt was rum. Oh Mann, ich habe das voll vergessen, ey. Hm. Ja, und kann man hier noch? Nee, das kann ich nicht nehmen. Der Globus. Ich frage mich, wie viele Reisen wohl schon... Achso, das hatten wir auch schon. Kann man ja auch angucken. Gideons Zimmer ist lupenrein. Oh. Ich hätte es beinahe mit meinem eigenen Zimmer verwechselt. Dafür, dass der immer hier wohnt, ne, ist das schon ganz schön... Schublade war ja nix. Wir sollen dann bestimmt mit ihm sprechen, ne? Steht zwar nicht da, aber ich schätze mal, das sollen wir auf jeden Fall machen. Gut, da gehen wir jetzt einfach weiter, weil hier gibt's nichts mehr. Habe ich jetzt einfach beschlossen. Außer diese Schuhe hier. So, und unten haben wir die anderen Zimmer. Da wohnt ja auch der Zacharia. Zacharia. Der wohnt ja auch nicht neben seinem Bruder, ne? Die Untersuchung der Zimmer des Westflügels ist damit abgeschlossen. Als nächstes sollte ich mich auf dem Zimmer des Ostflügels konzentrieren. Irgendwo muss einfach ein Hinweis auf die Zusammenarbeit zu finden sein. So, jetzt sind wir alle nacheinander abgegangen. Ich will trotzdem nochmal gern
Da darf ich jetzt nicht mehr rein, oder was? Da darf ich sowieso nicht rein, glaube ich. Studierzimmer des Majors? Soll ich da nochmal rein? Ich gehe nur mal gucken. Vielleicht ist ja irgendwas da. Was Neues. Nee. Ah. Errungenschaft. Was habe ich übersehen? Ach so. Hier scheint es nichts von Interesse zu geben. Ach so, weil ich nochmal draufgeklickt habe, oder wie? Habe ich was übersehen, ist die Frage. Ich gucke hier nochmal aus dem Fenster. Geht nicht. Habe ich schon mal gemacht. Oh Mann, ich habe es verpasst. Mist. Okay, Ostflügel. Na, geh doch raus. Geh doch einfach raus. Hier oben war alles, haben wir alles durchgeschaut. Aber hier geht's doch auch noch. Ne, hier ging's zum Lagerraum. Den haben wir uns auch schon angeschaut. Genau, dieses olle Teleskop. Hä, aber wo ist denn Margots Zimmer? Wo ist denn Margot? Oder ist das... Nee, das ist ganz oben. Und in der Mitte war Margots Zimmer. Kann jetzt natürlich nicht mehr rein. Scheiße. Dieser Bereich scheint für meine aktuelle Untersuchung... Oh Mann, oh. Jackies Schlafzimmer haben wir auch. Wo war denn der Ostflügel gleich? Mussten wir da nicht irgendwo hin? Nee, hier war die Bücherei. Ich finde das aber ganz cool, dass es jetzt abgesperrt ist. Dann laufe ich jetzt wenigstens nicht umsonst hier überall rum. Oh, Inge. Inge, na? So treffen wir uns wieder, Mademoiselle. Bonjour, Monsieur Poirot. Pardon, Detective Poirot. Detective reicht voll und ganz. Bon, kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe. Sie waren es, die uns über die Leiche des Majors alarmiert hat. Korrekt. Ich brachte ihm ein Tablett mit Essen, aber er antwortete nicht, als ich an die Tür klopfte. Also betraten Sie das Studierzimmer? Das habe ich. Er bewegte sich nicht. Er lag einfach nur auf dem Boden. Ich wollte keine unangenehmen Erinnerungen wecken. Ein solcher Anblick würde ohne Frage jeden erschüttern und ich bin mir sicher, dass es keine Erinnerung ist, an die Sie gerne zurückdenken wollen würden. Können Sie mir mehr über Ihre Beziehung zu den anderen Mitgliedern des Personals erzählen? Man könnte sagen, dass wir wie eine Familie sind. Wir streiten uns manchmal, aber meistens kommen wir gut miteinander aus. Ja, meistens ist gut. Meistens gut miteinander auskommen, das reicht auch manchmal, ne? Sie müssen sich also alle sehr nahe stehen. Einige mehr als andere. Mhm. Auf wen beziehen Sie sich dabei, Mademoiselle? Nun, Maman Re, entschuldigen Sie, Rihanna, sie arbeitet bereits am längsten von uns allen hier und steht Lizzie aufgrund von Luke sehr nahe. Lizzie war wer nochmal? Mademoiselle Elisabeth, verstorbenem Verlobten? Warum stellt er eine Verbindung zwischen den beiden dar? Aha! Hier ist die Verbindung. Maman Re ist Lukes Schwester. Oh. Wussten Sie das nicht? Warte mal, was war denn nochmal mit dem? Ist er nicht gestorben? Ich dachte, dass sie es erwähnt hätte. Sie redet schließlich ständig über ihn. Es muss schrecklich gewesen sein, als sie ihn während der Aufstände verlor. Ja, das ist der. Und das wäre nämlich ein richtig passendes Motiv. Sowohl für Margot als auch für Rihanna und für Lizzie. Angeblich war er direkt an der Front, als sie überrannt wurden. Sie hatten keine Chance. Wenn ich für seinen Tod verantwortlich wäre, dann würde ich Maman Rees Zorn lieber nicht spüren wollen. Oh, und wie lange das dauert, ehe wir das jetzt kombinieren können. Das ist doch 100 pro, das ist doch der Hinweis jetzt. Das ist doch der Hinweis jetzt. Und die Rache ging natürlich an den, der im Militär Erfahrung hatte, an Major Felix. Mademoiselle Rihanna, Maman Ree, hat sie davon geredet, Rache nehmen zu wollen? Jedes Mal, wenn sie von den Geschehnissen erzählt. Wie konnte sich dieses Wissen um Lukes Tod nur so lange vor mir verbergen? Der Tod ihres Bruders stellt ein sehr klares Motiv dar. Als ich mit ihr gesprochen habe, warte mal, Rihanna Piel, Piette, Piel, Errungenschaft,
Als ich mit ihr gesprochen habe, konnte ich keine Spur von dieser aggressiven Seite der Mademoiselle oder in Mademoiselle Rihanna ausmachen. Doch ich frage mich, ob sie sich ihren Rachegelüsten hingeben würde, falls sich die perfekte Möglichkeit dafür eröffnen würde. Ja, aber diese Schlussfolgerung kommt jetzt schon viel zu zeitig irgendwie. Ich weiß nicht. Dann ist die das bestimmt nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, es ist ein Geflecht. Es ist ein Geflecht aus Margot und den Bediensteten. So, ich hoffe, meine Frage ist nicht zu aufdringlich. Doch wie genau sind sie im Frauenhaus gelandet? Ich schätze, dass sie nicht sonderlich viel über das Leben auf der Straße wissen. Es ist keine Erfahrung, die ich aus erster Hand miterleben musste. Doch ich weiß, dass viele ohne eigenes Zutun in diese Umstände geschleudert werden und sich an diesen Lebensstil anpassen müssen. Das hat er gut formuliert. Sie meinen den Lebensstil eines Diebes? Das wäre eine sehr direkte Beschreibung, oui. Sie sind der erste Polizist, der nicht beim ersten Blick auf mich seine Handschellen zückt. Ich kann ganz klar sehen, dass Sie Ihr Leben zum Besseren gewendet haben. Und ich bewundere Ihre Bemühungen sehr. Ohne die Unterstützung der Comtesse würde ich jetzt sicher in irgendeiner Zelle verrotten. Sie scheint eine offensichtliche Treue zur Comtesse zu empfinden und das ist durchaus verständlich. Und vielleicht eine Partnerschaft auf Leben und Tod. Merci, Mademoiselle. Nur vielleicht, man weiß es nicht. Neue Gedankenkarte freigeschaltet. Inge scheint auf den ersten Blick nur ein junges und unschuldiges Dienstmädchen zu sein. Doch sie verbirgt irgendetwas vor mir. Wenn ich den Fall lösen will, dann muss ich herausfinden, was genau ihr Geheimnis ist. Juhu! Da lag ich doch gar nicht so falsch. Oder sie sind halt die Erpresser, ne? Das kann auch sein. Aber in irgendeiner Form sind die involviert. Archibald hat seinen Ersatzschlüssel gehabt. Aber die Kombi wäre jetzt echt krass. Aber die sollen wir jetzt auch noch nicht tätigen. Elizabeth war... Ach, die war das. Das war die von damals. Warte, gibt es hier noch was? Inge Frank. Margot de Vos. Rihanna Piet heißt die, okay. Den gucken wir uns jetzt auch gleich an. So, warte mal, ich gucke erstmal hier. Okay, hier ist sein Schlafzimmer und hier ging es zum südöstlichen Quartier. Da gehen wir dann später hin. Aber erstmal Zacharia. Ich frage mich, ob Monsieur Zacharia genauso unschuldig erscheinen wird wie sein Bruder. Ich sollte mit ihm sprechen, bevor ich sein Zimmer durchsuche. Aber das, liebe Leute, machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Boah, der hat ja auch ein schönes Zimmer, Mensch. Da werde ich ja richtig neidisch. Aber ich bin mit meinem eigenen auch ganz zufrieden. So, wie dem auch sei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann am Mittwoch wieder mit dabei, wenn wir unsere Befragung fortsetzen und meiner Theorie vielleicht dann doch ein bisschen näher kommen als gedacht. Also vielleicht bis dahin, macht's gut und tschüss.